Hallo und herzlich willkommen auf Xbox Science, ich bin der Muffel und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euren Gleiter in Pacer individualisieren könnt und was wir hier für Möglichkeiten haben. Dafür hüpfen wir einmal in die Garage und hier haben wir jetzt drei Kategorien, die ich euch einmal im Groben vorstelle. Einmal Kosmetik, hier geht es ums Aussehen, einmal die Leistung, hier können wir definieren, wie sich unser Gleiter fährt und einmal hier der Waffenbereich. Ich glaube, hier ist klar, was wir für Möglichkeiten haben. Gehen wir einmal in den Kosmetikbereich rüber. Wir legen mal eine neue Bestückung an. Jetzt wollte meine Tastatur nicht. Wir machen es nochmal. Jetzt. Das Ganze nennen wir jetzt natürlich Xbox Dynasty. Zack, gespeichert. So, jetzt haben wir hier im ersten Schritt die Fahrzeugtypen. Die wir jetzt zur Auswahl haben. Hier nehmen wir den Voxel. Jetzt können wir hier die Farbe definieren. Kann sich auch richtig Designs frei kaufen für Ingame-Währung, die wir im Zuge der Rennen freischalten. Holy, das sind richtig geile bei. Dub FX, das ist jetzt unser Design. Unser Auspuff würde ich sagen Xbox Grün. Haben wir noch nichts freigeschaltet. Lassen wir auf Basis. Die Front können wir auch leuchten lassen. Das ist abgefahren. Grünes Licht, ja. 300, nehmen wir mit. Immer noch so kleine Seitenflügel. Hinten natürlich den Spoiler. Komm. Einfach mal mitnehmen. Einfach mal mitnehmen. Und die Haube kann auch geändert werden. Sehr stark. Speichern wir. Oh boy. Das ist stark. Okay. Gehen wir rüber zur Leistung. Auch hier können wir uns ein Set speichern. Auch das nennen wir jetzt Xbox Dynasty. Na. So. Gespeichert. Und hier haben wir jetzt auch nochmal diverse Einstellungsmöglichkeiten. Wir können den Motor verändern, das Handling, die Bremsen, die Anti-Grav-Einheit und unsere Verteidigung. Harte Beschleunigung. Beschleunigung in Kurven, offener Motor, verrosteter Motor, okay. Tuning, Beschleunigung. Das haben wir schon frei, das nehmen wir mit. Handling, Gewichtsübertragung, Handling der Bremsen. Federrahmen, Federunterstützung, verringerte Streckenanpassung, vielleicht erhöhte Beschleunigung beim Neigen. 600, faires Querruder. Komm, schnelles Neigen, nehmen wir nochmal mit. Im Bereich der Bremsen. Haben wir diese Möglichkeit. Eine Atombremse, okay. Die Gleiterbremse für besseres Driften.
die Anti-Gravity-Einheit, maximale Schwebehöhe, erhöhte Schwebehöhe, minimale Schwebehöhe. Also hier kann man sich richtig austoben. Verteidigung, größeres Schild, Rammschaden erhöht, erhöhte Masse und Stabilität des Fahrzeugs, aber verringerte Wendegeschwindigkeit, Schildkrötenpanzer, wer kennt es nicht? Javelin-Verstärkung. So, hier konnten wir jetzt auch ein bisschen was machen, auch das speichern wir. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, den Waffen. Auch hier legen wir eine neue Bestückung an, die können wir dann gleich im Rennen auswählen. Zack. Gespeichert. So, linke Waffe, Raketen, Gausskanone, Impuls, Minen, Flashbang, Tarnkappe, Panzer, ein Schwarm, kleine Sprengsätze, die auf einen Gegner abgefeuert werden und nach kurzer Zeit gleichzeitig detonieren. Hört sich auf jeden Fall schon mal gefährlich an. Eine Schockwelle, ein Lasso, Elektronen. Oh. Hier nehmen wir mal die Flashbang mit. Die Waffen haben auch hier natürlich Mods. Auch hier benutzen wir Ingame-Währung für. Hier nehmen wir die Nanorakete. Haben wir schon eine Mod. Zack. Und somit haben wir unseren Gleiter modifiziert, ausgewählt und lackiert. Können wir das jetzt hier auch auswählen? Ich glaube, ich habe Kosmetik, hier Xbox Dynasty, Leistung, Xbox Dynasty und Waffen, Xbox Dynasty. Und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Rennen fahren wir jetzt noch natürlich. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ganz, ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Ich fahre jetzt los. Viel Spaß noch. Bis dahin. Three, two, one, go.